Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen zurück zum nächsten Part von Myths of the World, der Elfenfänger, der vierte Teil der Myths of the World-Reihe. Und wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben, wie wir in diese Welt, beziehungsweise zu diesem Ort teleportiert wurden von der lieben Tatjana, die leider von Professor O'Hare oder O'Hare, keine, oder O'Neill, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, er ist halt typisch Wissenschaftler und will angeblich seinen Kollegen uns die jetzt erforschen und ich hoffe mal nicht aufschneiden und so weiter. Das ist halt so wieder so typisch Wissenschaftler, like Tiere quälen für wissenschaftliche Zwecke. Ob es jetzt gute Zwecke sind oder böse Zwecke sind. Trotzdem mag ich keine Wissenschaftler, die Tiere oder sowas aufschneiden oder für zum Beispiel, es gibt ja auch, ich weiß jetzt noch, ob es aktuell ist, aber ich habe gesehen, es tun ja auch Wissenschaftler Tiere für Corona missbrauchen. Das kommt nicht gut bei den Tierschützern an. Das glaube ich sogar ganz doll. Jetzt nur die Frage, wo muss ich jetzt weitermachen? Ich habe nicht gerade keine Ahnung. Ich habe hier einen Goldzahn, ich habe eine Gartengabel und hier. Ich glaube nicht, dass das ein richtiges Grab ist. Ja, du wiederholst die Kindchen. Ich gehe mal kurz mal zurück. Vielleicht finden wir da noch was. Ich brauche einen Tipp. Ach, wir können jetzt ins Haus rein. Ach so. Ich dachte, das wäre abgeschlossen. Sei nicht so eine Schisserin, habe ich gesagt, Kiki. Genau, Kiki ist das ja. Sei doch nicht so ein Angsthase, Kiki. Im Wald sind noch mehr Pfeile. Ich muss mich beeilen, aber erstmal sollte ich hier alles absuchen. Marco ist ein Trottel, aber er hat immerhin all die Pfeile im Wald aufgestellt. Vielleicht werde ich mich an unsere Abmachung halten. Vielleicht. Ist ja klar, dass Hexen sich da nicht dran halten wollen. Weil Hexen sind halt eben Hexen. Es gibt zwar gute Hexen, es gibt auch böse Hexen. Jetzt sag bloß, du bist jetzt auch durch deine Augen. Solange ich nicht weiß, was ich mit anfangen soll, sollte ich die Finger davon lassen. Okay. Wie du willst. I hated to see all those self-righteous fools so full of themselves after banishing me. In my quest for vengeance, I read through all the books and ledgers I stole from the university. That's how I found out about Yorick's work with O'Hare. And I discovered that a portal to the fairy realm could be opened with a concentration of fairy energy. There was only one catch. I'd have to use the fairies. I decided my vengeance was worth the price. Nee, die tut mir, also mir tut sie nicht leid. Es gibt mehr als einen Weg, wieder zu unserer Ebene zu kommen. Ich kann instabile Portale aktivieren, indem ich Feenstab auf Objekte der Zauberei wie meine Kristallkugel gebe. Okay, das ist aber nicht gut. Finde ich. Sind das Feenflügel? Okay. Es scheint, Rita hat eine Zwillingsschwester. Okay. Und lass mich raten, sie ist die Gute von den beiden. Okay, ich sehe schon mal das Bötchen. Die Maske, die Harfe. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Achso, Schriftrollen, okay. Und ein Pilz. Dann das hier. In Nagel-Set fehlen ein paar Dinge. Ja, die sammle ich doch gerade zusammen hier.
Das könnte es noch sein. Und eine Nadel, wie das ausschaut. Die da hängt. Das ist das hier. Okay. Das kommt hier hin. Das sind Trommelstücke. Kommt hier hin. Das kommt zur Waage hin. Das kommt zu diesen hässlichen Schuhen hin. Und dann die Tasse. Und wir kriegen eine Schriftrolle. Wahrscheinlich für den Zauberspruch. Die bekomme ich nicht auf. Klemmt vermutlich. Okay. Ich gehe mal ganz kurz raus, weil... Das ist die sogenannte Sanduhr, die wir brauchen. Was habe ich denn für eine Stimme drauf? Sonst kann ich hier nichts machen, oder? Oder? Ich brauche einen Tipp hier. Na, come on. Dachte, dem fehlen die Augen oder sowas noch. Ich glaube, im Mund der Maske ist etwas versteckt. Sollte ich die Kombination auf den Zettel mal versuchen? Nee, einfach nur die Maske anschauen und vielleicht einen Kuss auf die Nase geben. Dann hilft das auch. Eins. Zwei, drei, vier. So, und jetzt wieder dahin. Kristallkugel, Kristall. Jetzt habe ich mich vollkommen verklickt. Bleib doch mal da, Mädel. Am Hasten ist es immer so eilig. Gelange zurück zur Stadt. Ah, und öffne das Tor. Ich sollte mich zum Sumpf aufmachen. Das bedeutet, ich muss irgendwie das Tor aufbekommen. Es ist offen. Oh, Alter. Sorry, ich meckere nicht. Ich finde das nur witzig. Gerade hat sie den Tormechanismus repariert. Das Ding ist aufgegangen. Und jetzt fragt, und sie sagt da so im Satz, oh, ich muss irgendwie schauen, dass ich das Tor aufbekomme zum Sumpf. Alter, ist das... ich weiß nicht, ob mir eine Frau spielt. Wenn mir eine Frau spielt, dann ist die ganz schön bisschen... Hat die im Kopf einen kleinen Delay. Entschuldigung. Ich find's nur witzig. Hier bin ich seit meiner Kindheit nicht gewesen. Meine Güte, der Wald hat sich vielleicht verändert. Ja, ach, mach Sachen. Okay, das hier... Wo ist der Kleiderbügel? Das ist doch 100%, das ist doch hundertprozentig ein Kleiderbügel. Oder ein... Nee, doch nicht. Wollte schon sagen, Korkenzieher. Was soll das hier darstellen? Ja, dann mache ich erstmal das andere. Das ist ein Quaste. Aber was soll das darstellen? Ich habe keinen Plan. Ja, warte mal kurz durchgucken hier.
Okay, kalt zu warm. Und Fisch. Ich hab keine Ahnung. Wenn ich hier irgendwie einen Fisch kräte oder irgendwas, was man Fisch fangen oder irgendwie zubereiten oder was ich kann, dann wäre das schon sehr hilfreich. Also manchmal stellen mich diese Wimmelbilder bisschen gewaltig auf dem, wie sagt man, also jetzt nicht auf die Geduldsprobe, sondern irritieren mich, ja. Das, ich glaube, irritieren ist das richtige Wort dafür. Und Schnecke plus Haus ist ja Schneckenhaus. Aber wo? Ach da, ja, das war zwar kein Schneckenhaus, aber okay, lass mal durchgehen. Jetzt frage ich mich bloß, was sie mit den, mit dieser Boje und dem Fisch meinen. Ich brauche einen Tipp. So, das war ein Angelköder. Wie Küken. Oh. Okay, 1 von 4. Schau mir den Weg. Okay, das muss ich anders irgendwie aufkriegen. Hm. Das bedeuten, ja, aber was? Queen Titania sent you to help us? Yay! We're locked in cages all over the forest. Okay. Feenflügel. Ich brauche ein bisschen Magie, um richtig zu wirken. Okay, doch, die Feenflügel würden reichen. Wieder raus. Kann ich damit das hier wegmachen? Ach, das ist ein Dosenöffner. Ach so, ich dachte, das wäre eine Gartenschere. Wiederum brauche ich hier mal wieder einen Tipp, weil... Warte mal, ich schau mal hier den ganzen Raum durch. Vielleicht finde ich hier irgendetwas. Okay, Fallenbügel. Wozu brauche ich den Fallenbügel?
trees are hiding throughout the forest. They're scared and reluctant to come out. Ja, also so schwer zu entdecken, versteckt seid sie auch nicht. Ja komm, als eine habe ich jetzt übersehen, oder was? Hallo Freunde. Muss ich rein? Muss ich in den Wald rein jetzt? Yep. Er kämpft dagegen den Golem. Okay, ich soll die hier finden, alles klar. Okay, vielleicht mag der das ja. Okay, ich werde einfach in so einen Rätsel einfach reingeschmissen. Bisschen so als Wimmelbild, würde jetzt der Luffy sagen. Was kann das denn sein? Okay, ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Okay. Kann ich noch nichts machen. Was ist das? Fallenschlinge, okay. Darauf halt. Nicht kurz, das war. Ich dachte, das wäre ein Stock oder so. Thanks. I couldn't reach it. And it's really bugged me. Now, let me help you with your loudmouth friend. So he doesn't deserve it.
I'll be around if you need a hand with anything. That's it. You can set all the fairies free now. And I'll tell you how Rita blackmailed me. As the greatest catcher in all of Ireland, I was the only one who could catch fairy folk. Catching fairies pays really well, but I couldn't stomach it. I swore I'd never catch another fairy as long as I lived. But that evil Rita dragged me back into it. She threatened to hurt my children unless I helped her. I had no choice but to go along with her wishes. It made me sick, but I hunted fairies for her, biding my time. I've got to find my children, but I'll be watching your back. Here, take this wand Rita gave me. It repels magical creatures. Ein Zauberstab. We found a troll! Trolls are resistant to magic, so he might be able to help us release Titania. But we can't just walk a troll past the city guards. I remember this place. There's an ancient waystone nearby. If we activate it, we can use it to reach Titania. Okay. Gut zu wissen. Höhleneingang, Steinkreis. Ich gehe erstmal da lang. Oder muss ich da überhaupt lang? Oder wie lang ist die Folge schon? Tja. Die Folge ist schon wieder vorbei, meine Freunde. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Und bis zum nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play. Oder wie ich es immer gern hätte, Let's Wimmel. Myths of the World 4, der Elfenfänger. Ciao, ciao.